Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute soll es den zweiten Teil meines XXXXXXXXXXXXL Geburtstags-Unpackings geben. Es haben mich wieder zwei Pakete erreicht. Ich habe mir jetzt gedacht, ich packe die dann immer sofort aus, drehe das kurz und dann pumpe ich das so aneinander, weil sonst muss ich so lange warten und muss diese schönen, wundertollen Päckchen ohne Rückmeldung hier stehen lassen. Und das fände ich etwas doof den Leuten gegenüber, die mir halt die Kleinigkeit geschickt haben. Und somit bin ich wieder mal bewaffnet mit der Schere. Heute ist der 25.10. Ich weiß nicht, wann ihr es sehen werdet. Ich kündige euch vielleicht bei jedem Päckchen immer das Datum an, damit ihr euch so ungefähr ausmalen könnt, wann die hier eingetutet sind. Ich weiß, dass ich noch etwas von der lieben Christelle kriege und von der lieben Sarah Bow. Und ja, ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich drauf. Wobei, doch, ich weiß noch was von einem Päckchen, nämlich von der lieben Becky kriege ich auch noch etwas. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen, wann das hier ankommt und hänge euch das dann hier immer hinten dran. Das kann also sein, dass ihr das erst irgendwann im November seht. Aber ist ja egal, ihr bekommt es auf alle Fälle. So, und ich habe hier als erstes das Päckchen, hups, von der lieben Franzi von die Bücherseelen. Und ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal auf und lasse mich überraschen, was hier so drin ist. Oh, das ging da ganz schön tief runter. Ich habe auch noch ein zweites Päckchen hier. Das zeige ich euch aber erst gleich. Die sind beide in der Packstation angekommen gestern. Und ich konnte sie gestern nicht mehr abholen, weil ich arbeiten musste. Ja, ich durfte am 24.10., also dem Tag nach meinem Geburtstag, arbeiten. War ein bisschen doof, weil ich so nicht richtig feiern konnte am Freitag. Aber ist egal, dafür habe ich heute frei. Und ja, ich freue mich. Oh! Da glitzert mir auch schon das Geschenkpapier entgegen und es sieht wunderschön aus. Es ist grünlich und hat so Glitzer drauf. Ich hoffe, dieses Paket ist echt gut zugeklebt, liebe Franzi. Franzis Kanal verlinke ich euch natürlich ebenso wie den Kanal von dem anderen Päckchen, der hieß, das hier gleich kommt, in der Infobox. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Und Franzi hat ein riesengroßes Paket für eigentlich gar nicht so viele Sachen genommen. Das ist ein bisschen witzig. Guckt hier, das soll jetzt nicht böse gemeint sein, also versteht das nicht falsch, aber ich finde das ulkig. Ich habe immer nur kleine Pakete und quetsche alles in ein kleines Paket, anstatt dass ich große Pakete habe. Hier steht drauf, für dich zum Geburtstag, das mache ich jetzt mal als erstes drauf. Und ich habe übrigens den Nagellack von der Nicola drauf, der hat mir so geflasht, dass ich ihn einfach sofort drauf machen musste. Ach, wie süß. Für dich, es ist dein Geburtstag, alles Gute. Und ich lese mal. Oh, danke, 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 liebe Franzi. Ich freue mich auch schon, dich das nächste Mal zu sehen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal echt nicht so lange brauchen. Es steckte bei uns irgendwie der Wurm drin. Ich habe schon überlegt, Franzi, Nicola und ich, wir wohnen alle drei nicht so weit auseinander, ob wir uns nicht einfach auch mal zu dritt treffen könnten, wenn wir wollten. Können wir uns ja mal überlegen. Und jetzt brüllen hier die Minions los. Ich würde sagen, wir starten einmal durch mit diesem Päckchen. Und das hört sich verdächtig. Guck, ach, erstmal würdigen wir jetzt dieses schöne Geschenkpapier. Ist das nicht ein Traum von Geschenkpapier? Ich finde das wahnsinnig hübsch. So, und ich würde tippen, dass das etwas zu schlickern ist. Das ist einfach nur ein Gefühl, ein Tipp. Jetzt seht ihr das Geschenkpapier auch nochmal richtig. Und es ist auch einfach nur wunderschön, oder? Ich blende euch, glaube ich, gerade. Aber ich finde das richtig, richtig hübsch. Und ja, ich bin gespannt. Das könnten Schokobons sein. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Nee, es sind keine Schokobons. Es sind Picoballas. Und ich liebe Picoballas. Ich esse die dann immer so, dass ich das Äußere abmache und dann das Innenleben einzeln esse. Das ist eigentlich ein bisschen pervers, aber ich finde es total lecker. Ich mag das total gerne. Dankeschön dafür, liebe Franzi. Die Geburtstagskarte packe ich auch mal dahin. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Kartons. So viele Kartons gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hört sich nach Schokolade an. Schoki? Für die Jessie. Die Katze versucht hier gerade die Picoballas zu klauen. Ach Gott, ich musste eben auch noch das Geburtstagsunpacking von heute, also für heute schneiden. Das hat so lange gedauert. Und das ist wirklich Schokolade. Das sind nämlich Schoketten. Black and White. Also mit Oreo wahrscheinlich. Also dieser Oreo. Ne? Also nicht der Marke, sondern einfach. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Oh, super, danke schön. Da freue ich mich schon drauf. Das wird mir schon wahnsinnig gut schmecken. Und da ja jetzt bei der Umzugsstress vor der Haustür steht, ist das auch sehr, sehr gut. Da kann ich, glaube ich, jede Nervennahrung, die ich kriegen kann, gebrauchen. Dankeschön dafür, liebe Franzi. Und zu guter Letzt haben wir hier diesen kleinen Goldschatz. Und zum Glück war Franzi so besonnen und hat mir nur ein Buch hier reingepackt. Hier steht, ich hoffe, du hast das Buch noch nicht, mit so einer kleinen süßen Eule. Guckt sie euch an, ist die nicht goldig? Voll schön. Dankeschön, Franzi. Ist echt süß. Ich bin mal gespannt. Es ist ein Taschenbuch. Das
habe gerade... Ups, jetzt habe ich das schöne Kühlschrankpapier kaputt gemacht. Keine Vorstellung, was für ein Taschentuch sein könnte. Ich gucke mal ganz vorsichtig. Nein, ich gucke doch nicht, weil ich nämlich nichts finde zum Gucken. Aus welchem Verlag ist denn das? Könnte Foreplay sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich weiß es aber nicht. Wenn das Foreplay ist, dann kriege ich gleich einen Kreischanfall, weil ich das auch so gerne haben wollte. Oh ja, es ist wirklich Foreplay. Wie cool. Von Sophie Jordan. Ich glaube, das ist die Autorin von Firelight, oder? Sophie Jordan. Und als wäre das noch nicht genug, hat die liebe Franzi mir auch noch dieses schöne Lesezeichen damit reingepackt. Ich glaube, das habe ich schon. Aber das ist ja nicht so schlimm, da man kann eh nie genug Lesezeichen haben. Ist das jetzt die von Firelight oder nicht? Ich weiß es nicht. Es steht auch hier nicht drin. Aber oh mein Gott, das wollte ich so, so gerne haben. Und danke, 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 liebe Franzi. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Das ist so eine New Adult-Geschichte. Und ja, aus dem Mira Taschenbuch Verlag. Und da habe ich die ganze Zeit schon so rumschlirrwenzelt drum. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich das in meinen Händen halten darf und bald lesen kann. Ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, ob das die von... Das bringe ich gleich mal in Erfahrung. Ich gucke mir gleich mal die Autorenbeschreibung bei Firelight an und vergleiche das dann mal. Vielleicht blende ich euch das hier ein, ob sie es ist oder nicht, wenn ich daran denke. Dazu müsste ich das Video natürlich, wenn ich es schneide, dann komplett gucken. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Danke, liebe Franzi, für dieses tolle Geschenk. Ich freue mich wahnsinnig und bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Und hups, jetzt ist der Karton runtergefallen. Ich würde sagen, wir machen sofort weiter mit dem nächsten Geschenk. Und warte. Danke, liebe Franzi. Das nächste Geschenk ist nämlich dieser kleine Schatz hier. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall von Nini, also von Nini Schoki Books. Und sie schrieb mir, ja, ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich, die ich dir schicken möchte. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und bin auch jetzt schon sehr, sehr gespannt. Da ist zwar so ein Weihnachtsverpackungskarton hier, aber ich gehe mal in der Annahme, dass es mein Geburtstagsgeschenk sein soll. Nein, Spaß. Ja, Nini hat wenigstens einen kleinen Karton gefunden. Das meine ich nämlich, bei mir sind die Kartons meistens alle so klein und ich quetsche da die riesen Geschenke rein. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nie, wenn ich es brauche, einen passenden Karton. Ich habe neulich auch schon für Sarah extra einkaufen müssen bei der Post. Aber ich sehe es irgendwie auch nicht ein, jedes Mal 2,50 € für einen Karton auszugeben. Da bin ich irgendwie ein bisschen zu geizig für, muss ich ja ehrlich sagen. Obwohl Quetschen eigentlich auch nicht total, auch total unsinnig ist, weil nachher macht man noch was kaputt oder so. Ich kriege das nicht auf, glaubt ihr das? Das klimpert schon so. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. So, jetzt gucke ich mal. Oh! Was ist das denn? Mach dein... Also... Nini, dieses Paket, es kämpft mit mir. Ich weiß auch nicht. Es mag mich heute nicht, keine Ahnung. Das Ganze sieht von oben so aus. Und ich starte mal durch und lese mal. Oh, danke schön, liebe Nini. Auf dieser Postkarte, auf dieser Karte steht, wir beginnen unsere Lebensreise mit einem Seesack voller Talenten. Was wir daraus machen, bleibt uns überlassen. Das stimmt wirklich, dann kann ich nur zustimmen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine lieben Worte und dass du überhaupt an mich gedacht hast. Danke, danke, danke. Als erstes, und das hat gerade auch so geklimpert, wo ich Angst hatte, dass was kaputt gegangen ist, Lügen haben blaue Augen von Alexander Fuchs. Die hat ja mit der Jennifer Wolf zusammen Häkelenten tanzen nicht geschrieben und ich mochte das Buch super gerne. Diesen Bittersweet habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich mal in Erfahrung bringen. Ich bin bei den Bittersweets gerade überhaupt nicht mehr aktuell, weil da erscheinen irgendwie jeden Monat 3 Stück und ich komme gar nicht hinterher, die zu lesen. Und hier ist das erste Päckchen, da ist ein Mickey Maus drauf, voll süß, passt ja auch wahnsinnig gut zu Nini. Ich vermute mal, dass es ein Duschgel ist. Und sie hat schönes grünes Geschenkpapier für mich ausgesucht. Man kennt sich halt immer noch sehr, sehr gut, ne? Man weiß, wie der andere tickt und was er so gerne mag. Und das ist aber richtig cooles Geschenkpapier, weil das auf der anderen Seite blau ist. Und das passt einfach wahnsinnig toll zusammen, die beiden Farben. Hat Nini sehr, sehr schön ausgesucht. Und es ist, ich packe erstmal das Geschenkpapier weg, Shower Gel Diamond, Snow Diamond. Wie riecht denn das Ganze? Oh ja, das riecht gut.
Ah, so, 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 so lecker. Danke, 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 liebe Nini. Das zieht dann auch gleich mit als erstes in die neue Wohnung, weil ich nämlich beschlossen habe, dass ich das Badezimmer zuerst mache, weil wir da nichts renovieren müssen. Und dann wollte ich das halt einmal durchputzen und dann gleich schon alles, was so geht, dahin platzieren, bevor wir dann komplett umziehen. Deswegen werden die Duschsachen und sowas, weil ich da in Hülle und Fülle was von habe, mit als erstes umziehen und da schön drapiert und hingestellt. Und ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Dann haben wir hier jetzt noch zwei Teile, die zeige ich euch mal. Na, das werden wahrscheinlich zwei Bücher sein. Ich bin gespannt. Und hier sind Anna und Elsa drauf und Olaf von die Eiskönigin. Auch sehr, sehr süß. Mal gucken, ob ich das denn hier irgendwie aufkriege. Gott, so gut zugeklebt. So gut zugeklebt. So, oh, es tut mir so leid um das Geschenkpapier. Ich meine, eigentlich ist das total dumm, dass es einem um das Geschenkpapier leid tut, aber eigentlich tut es mir, glaube ich, mehr um den Baum leid, der dafür gestorben ist. So, und mir tut es auch irgendwie ein bisschen leid um die Sticker, weil die voll süß sind. Was ist das denn? Oh, das ist vom CBJ Verlag, Death Market. Das ist, glaube ich, gerade auch erst erschienen, oder? Das steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste, das weiß ich. Das habe ich da, genau, September 2015. Das ist noch gar nicht so alt. Das habe ich darauf gepackt, weil sich das so gut angehört hat. Ich weiß zwar jetzt gerade gar nicht mehr, worum es geht. Das ist nämlich schon eine Weile her. Aber es sieht doch wahnsinnig schön aus. Danke, 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 liebe Nini. Da freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Und ich bin schon sehr gespannt, wie mir das Ganze gefallen wird. Das zieht dann auch gleich mit in die neue Wohnung. Hier zieht eigentlich alles gleich mit in die neue Wohnung, weil ich ab morgen unbedingt die Bücherregale schon mal rüber schaffen möchte mit den ganzen Büchern, weil das, glaube ich, eine der lästigsten Aufgaben sein wird, diese ganzen Bücher zu tragen, die Treppe hoch und wieder runter und wieder hoch. Ich glaube, da muss ich mir Sportsachen an dem Tag anziehen. Und ja, danke, danke, danke für dieses tolle Buch. Ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Bin schon sehr, sehr gespannt und sobald ich es gelesen habe, werdet ihr da auf jeden Fall eine Rezension zu bekommen. Danke, liebe Nini. So, und das letzte wird wahrscheinlich ein Hardcover sein. Also, was könnte das denn sein? Das hat so einen besonderen Buchrücken. Und ich weiß, dass es da Bücher gibt. Ich habe gerade gedacht, das sind die aus dem Egmont Inc. Verlag, aber nee, sind die nicht. Diese grauen meinte ich, diese Liebesgeschichten, aber ich glaube, nee, das sind die nicht. Dafür hätte es abgerundete Ecken haben müssen und die hat es nicht. Ich mache es einfach mal auf und spinkse mal rein. Von oben. Ich kann es so nicht erkennen. Kann es euch nicht sagen. Also von dieser Seite. Fabulous Verlag. Der Verlag sagt mir auch gar nichts. Ich öffne es einfach. Ach, ja, ich weiß, welches Buch es ist. Das habe ich bei der lieben Nini nämlich gesehen. Secrets of Jade mit den Augen der Liebe. Das sieht so hübsch aus und das hat diesen ganz tollen mintfarbenen Buchschnitt. Und ja, das wollte ich so gerne haben, weil ich das so schön fand. Und Nini fand das, glaube ich, gar nicht selber so zu 100%ig gut. Ich weiß das gar nicht mehr. Doch, ich glaube, Nini fand den Anfang richtig stark und das Ende nicht oder umgekehrt. Irgendwie so hat sie das in ihrem Video gesagt. Und ich dachte mir aber so, ach, möchtest du selber trotzdem ausprobieren, gerade weil es diesen schönen mintfarbenen Buchschnitt hat. Und jetzt hat sie mir das geschenkt. Danke, 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 liebe Nini. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und ich bin schon sehr gespannt, wie mir das Ganze gefallen wird. Und das ist ja wahnsinnig groß geschrieben. Das heißt, es wird sich auch wahnsinnig schnell lesen lassen. Und ja, ich freue mich darauf. Ich bin gespannt und werde dir und euch natürlich sofort berichten, wenn ich es gelesen habe. Auch dir, liebe Nini, danke ich von ganzem Herzen für diese tollen Geschenke. Es sind zwei wirklich tolle Bücher, die ich mir sehr doll gewünscht habe. Und das Duschbad ist auch super. Das passt natürlich jetzt auch wahnsinnig gut zu der Jahreszeit. Snow Diamond, ich meine, jetzt kommt ja auch schon bald wieder der Winter. Also wenn ich Geburtstag habe, ist schon fast Weihnachten eigentlich immer. Auf jeden Fall fühlt sich das für mich so an. Von daher passt das sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ich sehr bald zum Lesen kommen werde. Auf jeden Fall bei diesen beiden Goldschätzen. Genauso wie bei Franzis Buch, auf das ich mich auch schon riesig freue. Das ist auch so schön, ne? Oh, ich freue mich schon so. Danke, 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 ihr beiden Mädels. Für euch geht es jetzt wahrscheinlich gleich weiter. Ihr könnt mir aber an diesem Teil schon mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eins von diesen dreien gelesen habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem weiteren Teil dieses Videos. Hey ihr, ich bin's nochmal. Ich habe mir gerade gedacht, der Postbote hat geklingelt und hat mir jetzt noch ein Päckchen gebracht. Und das mache ich jetzt noch mit
diesem Unpacking auf, weil das ja jetzt nun mal direkt an meinem Geburtstag da ist. Da muss ich es jetzt hier nicht den ganzen Tag warten lassen und kann dann nämlich sofort zurückmelden, wie es mir gefallen hat. Ich schneide schon mal, während ich euch erzähle, von wem das Ganze ist. Das ist nämlich von der lieben Nicola von Birnchens Bücherwelt. Auch ihr Kanal werde ich in der Infobox verlinken. Ich habe in diesem Video sehr viel zu verlinken. Und ich kann euch sagen, ich bin gerade mega glücklich und gleichzeitig mega deprimiert. Ich hatte meinen Sub wirklich im Oktober auf 315 dezimiert. Und ich war so stolz auf mich, weil ich gesehen habe, dass ich bis Ende des Jahres definitiv auf 300 kommen werde. Oder 299 ist ja eigentlich mein Ziel. So, nun hatte ich heute Geburtstag und hier sind gestern schon 2 Rätselexemplare und ein vorbestelltes Buch eingezogen. Also sind 3. Dann das Buch von der Buchmesse sind 4. Dann noch 2 Rätselexemplare sind 6. Und jetzt heute bislang 8 Bücher, sind also 14. Und jetzt kamen nochmal 2 Rätselexemplare. Dabei ist aber zu sagen, dass ich das eine Buch gerade von meinem Freund geschenkt gekriegt habe. Das heißt, ich habe das jetzt als Rätselexemplar und als normales Buch. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie umtauschen oder so. Ich weiß es nicht. Aber das heißt, dass ich gerade wieder von 315 auf irgendwie 328 gerutscht bin. Und jetzt kommt noch das Paket von der lieben Nicola. Und ich ahne Böses. Sehr, sehr Böses. Und ich bin gerade auch in einer wahren Leseflaute. Ich lese gerade House of Night. Und irgendwie komme ich da nicht rein in den 11. Band. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sieht das Ganze so aus. Jetzt genug von meinem Gejammer. Und da blinzen mich schon Ferrero-Küsschen an. Und ich liebe Ferrero-Küsschen. Oh, danke schön dafür, Nicola. Da hast du echt meinen Geschmack getroffen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Die werde ich gleich, glaube ich, naschen. Ich habe irgendwie richtig Kohldampf, obwohl wir eigentlich vorhin gefrühstückt haben. Und ich muss mal gucken, was wir jetzt überhaupt zum Mittagessen essen. Wobei da noch Essen von gestern ist. Vielleicht essen wir das. Mal gucken. Dann ist hier ein Briefumschlag. Den mache ich jetzt mal als erstes auf. Mit einer ganz hübschen Geburtstagskarte. Die sieht so aus. Und da steht der herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und jetzt klappe ich sie mal auf und gucke mal. Ich lese. Okay, danke Nicola für diese süße Karte. Ja, ich hoffe auch, dass das sehr, sehr, sehr bald trifft, weil die klappt. Denn die Nicola und ich wollten uns eigentlich auch nochmal so treffen und etwas zusammen unternehmen. Wir haben uns ja jetzt das erste Mal auf der Buchmesse gesehen und ich war ja so mega glücklich, dass ich sie endlich mal getroffen habe, weil wir haben uns das schon so oft vorgenommen, weil eigentlich wohnen wir gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, es sind 1,5 Stunden. Aber wir haben es irgendwie nie hingekriegt, weil jedes Mal bei ihr oder bei mir, aber häufiger bei mir, glaube ich, etwas dazwischen gekommen ist. Und das tat mir schon so leid. Und ja, oh mein Gott, Leute, guckt mal, ist das nicht ein schönes Geschenkpapier? Oh, es ist so hübsch. Schüttel mal, kommt wer angelaufen? Nö. Die haben es ja eben auf meinen Muffin abgesehen, deswegen kommen sie jetzt, glaube ich, nie angelaufen. Ich weiß auch nicht. Kss, kss. Ah, jetzt! Das sind bestimmt Katzenleckerlis. Da kriegt ihr zu meinem Geburtstag auch noch was ab. Könnt ihr mal sehen. Oh ja, das sind sie. Einmal, was haben wir hier? Käse. Mit nichts Fleischigen? Doch. Aber was für Fleisch? Keine Ahnung. Und das ist Lachs. Oh, sehr gut. Ich glaube, das mögen die sehr, sehr gerne. Gebe ich denen gleich mal und filme ich euch dann. Ihr kennt das ja schon. Ich filme das dann immer im Nachhinein. Ja, scheint zu schmecken. Bitte auch noch wegmachen. Wahrscheinlich hier rein, damit ich es dann währenddessen sehe. Weiter geht es mit dem hier. Und da steht Zeit für dich drauf. Und ich tippe jetzt mal ganz schwer darauf, dass das zum Baden ist. Das finde ich super gut. Ich freue mich schon so auf die neue Badewanne. Also wenn wir in der neuen Wohnung sind und alles eingerichtet und hergerichtet und fertig ist, dann zeige ich euch das auch mal. Da sieht es wahnsinnig toll aus. Unser Bad, unser neues, ist einfach ein Traum. Wir haben Fußbodenheizung. Ich bin so glücklich. Ich bin so froh, dass wir diese wunderschöne Wohnung gekriegt haben und sie gefunden haben und sie so günstig ist und wir 175 Quadratmeter haben. Also eine riesen Wohnung. Eigentlich sind es so 125 Quadratmeter, aber wir dürfen das Obergeschoss halt mitnehmen, weil das noch nicht ausgebaut ist. Das müssen wir uns selber ausbauen. Wir haben jetzt auch schon Laminat und alles gekauft. Da müssen dann noch die Türrahmen rein und die Türen und dann ist das halt fertig ausgebaut. Der Rest ist halt schon gemacht und
ja, das muss man halt nicht mitbezahlen und das ist einfach wahnsinnig toll und ich freue mich so. Ja, und das ist das Duschbad. Einmal Badesalz Glücksmomente und einmal Zeit für dich. Das finde ich richtig gut. Ich möchte unbedingt, sobald wir in der neuen Wohnung sind, einmal ausgiebig baden, weil ich mich zurzeit echt so ein bisschen gestresst fühle. Ich habe häufiger Kopfschmerzen. Das kommt dadurch, dass ich derzeit so viel auf Arbeit bin, einfach deswegen, weil, weil ich da neu bin und mich einarbeiten muss. Und je mehr ich präsent bin, desto eher klappt das natürlich, ne? Lecker und hilfreich. Ich bin gespannt. Es scheint ja irgendwas zu essen. Oder Labello? Nee. Kein Labello. Fühlt sich komisch an. Fühlt nicht wie ein Labello an. Oh, Emoy Karl. Die habe ich früher als Kind immer so gerne gegessen. Oh, danke, Nicola. Voll cool. Die würde ich mir so jetzt niemals kaufen. Aber es ist natürlich super gut, weil da sind Hustenbonbons. Und wenn man jetzt mal Halskratzen hat, dann kann man einfach einen davon naschen. Der schmeckt nicht nur gut, sondern hilft auch noch. Das ist super. Dankeschön. Die denkt ja wirklich mit. Ich mag Nicola so gerne. Also ich fand es auch so schade, dass wir auf der Buchmesse nicht so viel zum Reden gekommen sind. Und ja, kann man immer gebrauchen, steht hier. Nicola, wir müssen uns ganz bald, ganz bald treffen. Also, das steht für mich außer Frage. Ich habe mir übrigens meine Finger immer noch nicht lackiert, weil es gibt jetzt ein neues Spiel, Minion Paradise, oder wie es heißt. Und ich bin das nur am Suchten, das ist echt schrecklich. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr zum Lesen. Das ist Handcreme, super! Ja, klasse, den nehme ich dann für meine andere Handtasche. Jetzt habe ich zwei, das finde ich echt gut. Ich packe die auch gleich mal aus, damit die... Die sieht ja witzig aus. Wie riechen die? Ach, da ist noch was drauf. Einmal, plopp. Oh, die riecht ja richtig gut. Oh, danke schön dafür. Sehr, sehr lecker riecht die, danke. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich hier... Was ist das? Was steht da drauf? Da steht gar nichts drauf. Okay, ich mach's einfach mal auf. Ah, okay. Das ist Blueberry Memories. Das ist auch wieder von Treacle Moon. Abenteuerlicher Körpermilch. Und wie riecht die? Oh, Leute... Die riecht richtig geil. Die riecht richtig geil und die sieht auch wunderhübsch aus. Und die gibt es auch nur für kurze Zeit. Ich habe hier heute die kurzen Zeitartikel. Also schaut doch unbedingt mal vorbei, wenn ihr neugierig seid. Die riecht auf jeden Fall richtig gut. Oh, ich freue mich schon so auf die neue Wohnung, um das da alles zu platzieren und euch dann eine Roomtour zu machen und euch alles zu zeigen. Oh, da bin ich schon so kribbelig drauf. Und ich weiß auch nicht, ob ihr da Interesse dran habt, ich euch so unseren Umzug ein bisschen mitfilme und mich da so ein bisschen begleite. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Das würde ich dann aber nur so als Zusatzvideos zu den normalen Videos halt machen. Und was ist das? Oh nein, du Verrückte! Ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir so eins hole. Das sind diese Eos, diese Eier, diese Lipbalsam-Dinger. Oh, wie geil! Dankeschön! Erdbeersorbet? Ja, cool. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Jetzt kann ich das wirklich mal ausprobieren. Ich möchte das jetzt sofort ausprobieren. Ich habe mich gerade sowieso nichts auf den Lippen. Ich werde hier zum Tier und ich bin da so gespannt. Die sollen ja so gut sein, ne? Oh Gott, riecht das gut. Ja, bestimmt sehr erotisch aus, wie ich das gerade drauf gehört habe. Ah, das ist ja richtig gut. Voll gut. Die Katze fängt an mit dem Füllzeug hier zu spielen. Ich schmeiß mir das mal hin, mal gucken, was passiert. Dann habe ich hier noch... Man sieht das durch das Füllzeug alles gar nicht. Ich muss da mal so tasten. Das hier, da steht nichts drauf. Das scheint auch irgendwas Pflegemäßiges. Ja, das ist auch von... Jetzt klingelt mein Telefon. Treacle Moon. Ich gehe da mal gerade ran. Das ist aber Duschcreme und Apple Pie. Ich bin sofort wieder da. Oh mein Gott, ich war nicht schnell genug. Jetzt habe ich das Telefon mal hier mit hingenommen und gucke gleich mal. Wo war ich stehen geblieben? Genau, bei den Duschbad hier. Und das ist auch nur für kurze Zeit erhältlich. Das ist Apple Pie, also Apfelkuchen. Ich rieche mal. Die haben zurzeit Sorten, ne? Das ist sehr cool. Jetzt klingt mein Handy. Dann gehe ich da jetzt auch mal ran. So, ich versuche es jetzt nochmal weiter hier auszupacken. Also das war jetzt hier Apple Pie Duschbad. Und das ist eine Limited Edition. So, jetzt mache ich mal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Keine Ahnung. Ich wühle mich mal hier durch. Jetzt haben wir hier das. Das fühlt sich nach einem Nagellack an. Hoffentlich noch nicht vorhanden. Also es ist bestimmt Nagellack, wenn die Hoffnung, die Hoffnung ist, dass es noch nicht da ist. Weil von nichts anderem habe ich so viel im Kosmetikbereich, glaube ich, wie von Nagellacken gelackt. Oh, der ist aber schön. Guck mal, der schimmert. Cool. Der schimmert so. Das ist so magentafarben.
Mewtwo-Fool oder keine Ahnung wie er heißt. Es ist auf jeden Fall die 350. Der sieht sehr, sehr hübsch aus. Eigentlich wollte ich den von Jenny drauf machen. Ich werde das auch machen. Ich glaube, den mache ich dann als nächstes drauf. Ich hoffe, ihr seht ihn dann im nächsten Video. Danke, Ligola. Der ist wirklich, wirklich hübsch. So schön. Was haben wir denn hier noch? Ist hier noch was? Nicht, dass ich irgendwas wegschmeiße. Dann haben wir noch das. Das ist auch eine Bodylotion. Nee, eine Bodylotion. Ha, das ist schon. Was könnte das denn sein? Ach, noch eine Duschcreme. Blueberry Memories. Hatte ich Blueberry Memories eben schon? Ich weiß es nicht. Ich bin total durcheinander. Aber sie riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Ich werde duften. Ich glaube, Victor möchte mich danach nur noch aufessen oder so. Ich weiß es nicht. Es duftet. Vorzüglich. Oh, lecker, 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 lecker. Danke, danke auch dafür. Was haben wir hier noch? Riecht wahnsinnig gut, steht da drauf. Das ist eine Kerze. Die fühlt sich an wie diese Kerzen von DM. Weiß ich, weil ich die neulich auch einmal verschenkt habe. Und ja! Oh, das ist sogar eine von Glade. Huhu. Mit, oh, oh Gott, Honey Chocolate. Boah, die riecht ja richtig genial. Dankeschön dafür. Die kommt auf jeden Fall in der neuen Wohnung dann auf den Wohnzimmertisch. Und oh, Schatz, möchtest du mal riechen? Riecht man, die ist voll lecker, macht er gleich. Okay, danke, 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 danke. So, jetzt gucke ich nochmal hier Kontrolle und dann schiebe ich das mal hier rüber. Und da steht dann auf dem ersten Buch, und das sind nochmal zwei Bücher. Ich verzweifle heute. Von deiner Wunschliste. Es ist so eine Mischung aus Freude und Verzweiflung. Ich weiß noch nicht ganz, was überwiegt. Man kann es nicht definieren. Ich spink's mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wollte ich so unbedingt haben. Das habe ich Clary, glaube ich, auch auf die Wunschliste gestellt. Und die Schatten von London. Weil die Laura Lacou, die hat nämlich das bei Bookshopping Queen gekriegt und das hat sich so toll angehört und dann wollte ich es auch unbedingt haben und das ist ja so Krimi-mäßig mit Jack the Ripper, da ahmt jemand diese Morde nach und das hört sich so gut an. Das hört sich einfach so wahnsinnig gut an. Und das sind gebrauchte Bücher, hat sie mir geschrieben. Die hat auch so eine leichte Leserille hier, also das ist aber nicht schlimm. Da muss ich mich nicht ganz so vorsichtig verhalten beim Lesen und oh mein Gott, das ist so toll. Danke, Nicola, danke. Das habe ich mir echt sehr, sehr doll gewünscht. Und ich freue mich, dass das hier bei mir einziehen durfte. Und zu guter Letzt, dann ist das Päckchen leer. Ein Hardcover. Oh mein Gott. Ich weiß, du wirst dich freuen, nur hoffentlich hast du es noch nicht. Oh oh. Ich gucke mal. Okay. Was ist denn das? Es ist auf jeden Fall Helden des Olymps, aber warte, das habe ich noch nicht, oder? Das Zeichen der Athene, ist das der zweite? Dann habe ich ihn noch nicht. Lass es bitte den zweiten sein. Nein, das ist der dritte. Okay, damit kann ich leben. Ich habe nur den ersten, also von daher ist das super. Oh, danke, danke, danke. Ich liebe ja Percy Jackson und Helden des Olymps ist ja so eine Folgereihe sozusagen. Also sie spielt nach Percy Jackson, nach den 5 Bänden. Und das ist der dritte davon. Ich werde mit Malle und Caro, glaube ich, im Januar starten, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem ersten von der Helden des Olymps-Reihe. Deswegen ist es super, dass ich den dritten jetzt dann schon hier habe. Dann muss ich mir erstmal nur den zweiten kaufen und kann die Reihe dann relativ zügig nacheinander mit den beiden Mädels weglesen. Darüber freue ich mich wahnsinnig. Danke, 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 liebe Nicola. Super, richtig toll. Und ja, auch der ist eigentlich in einem ziemlich guten Zustand. Der hat hier so eine kleine Macke oben, aber ansonsten sieht er sehr, sehr gut aus und da freue ich mich riesig drüber. Danke, du hast super doll meinen Geschmack getroffen. Du hast tolle Bücher ausgesucht. Du hast tolle andere Sachen ausgesucht und die Katze fütter ich jetzt erstmal mit den Leckerchen hier. Und ja, das war's. Das Video wird immer länger. So, es geht weiter mit meinem Geburtstags-Unpacking und ich weiß, es halt jetzt hier ein bisschen. Ich hoffe, das ist verkraftbar, denn wir sind gerade bei uns in der neuen Wohnung und Lena sitzt hinter der Kamera und guckt jetzt zu. Wir haben nämlich gerade so ein bisschen Zeit und nicht so viel zu tun. Wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen. Wir können natürlich Fenster putzen, aber ich glaube, da hat keiner von uns Lust drauf. Und von daher dachten wir uns, wir packen mal das Geschenk aus, was ich noch gekriegt habe zum Geburtstag von der lieben Diana. Liebe Diana, ich bedanke mich an die Seite schon mal ganz herzlich, dass du auf mich gedacht hast. Danke, danke, danke. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern ich bewaffne mich mit diesem scharfen Ikea-Messer und ich habe echt Angst vor diesem Messer. Und schneide da mal ganz vorsichtig auf.
wenn sie gleich schreit und Lena hinter der Kamera anfängt zu schreien, ist dir das was schief gegangen. Wenn ich lache. Sie will mich auslachen, wenn ich mich umbringe. Nein, dann nicht. Nur wenn du ihren Finger abhackst. So fies bin ich auch. Das ist aber nicht nett. So, ich hab's überlebt. Ihr mit hier nicht zu lachen. Und. Doch, bestimmt. Vielleicht, wie du dich freust, auch zu machen. So sieht das Ganze von oben aus. Und ich bin schon gespannt. Man sieht noch gar nicht viel. Ich taste mich mal vorsichtig an. So, zeige ich dir das nochmal. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Sieht man das? Ja, ich hoffe es. Sieht man gut. Und das riecht schon nach dem. Das ist schon mal gut. Ich fange mal hier an der Seite an. Hier ist nämlich eine süße Karte mit Euro. Die ist hübsch. Lesen, lieben, lachen. Oh, wie schön. Und ich lese mal. Oh, danke, 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 liebe Diana. Ich freue mich auch wahnsinnig und ich freue mich so, dass du an mich gedacht hast. Und ich sehe hier schon Leseproben und ich möchte sofort in dieses Päckchen reintauchen, weil es so verführerisch aussieht. Deswegen mache ich das jetzt mal. Die Karte ist total süß. Die muss ich mal gucken. Irgendwie hier in meinem neuen Zimmer kann ich mir ja mal Karten hinpacken. Mal schauen, wo ich das mache. Vielleicht an der Tür. Die Tür sieht so verlockend aus. Oder? So, die packe ich jetzt mal hier oben auf die Bücher und mache mal weiter. Dann haben wir hier nämlich einmal... Bücher sieht man halt. Warte, da, daneben stehen ein Haufen Bücher auf dem Schreibtisch, wenn ihr das seht. So, jetzt. Jetzt habe ich hier vom Kneipp Baden im Glück, total süß, da haben wir einmal bin schon mal in der Wanne und dann pssst, nicht stören, total niedlich. Das packe ich jetzt mal gleich hier an die Tür im Badezimmer, mal schauen, was mein Freund dazu sagt. Ich bin gespannt. Und dann gibt es passend dazu von Kneipp Badekristalle. Willst du mit mir baden gehen? Wie cool ist das denn? Ich möchte das riechen. Gibt es hier ein Schloch? Gibt's nicht. Nee, hiermit nicht. Aber es sieht total toll aus. Da werde ich meinem Freund die Tage mal eine Anfrage stellen, ob er mit mir baden möchte, wenn wir in einer neuen Wohnung wohnen. Das ist ein guter Plan, oder? Ja, mein Badewanne ist auch groß genug jetzt. Ja. Hier sind dann auch passend dazu Masken. Einmal straffende Pflegemaske und Erdbeer-Joghurt-Maske. Da bevor ich mich aussehe, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie meine anderen Masken alle hier sind. Wir haben den Badkarton noch nicht ausgemacht. Ja. Das müssen wir gleich mal machen, dann können wir das nämlich auch gleich passend verstauen. Ich habe extra solche Plastikkästchen für sowas gekauft. Ja. Man sieht auch schön die Farbflecken auf dem Pullover, wir haben gerade gestrichen. Ja, ich habe noch meinen Streifpullover. Ich dachte, euch interessiert sowieso mehr das Päckchen als ich. Und von daher. Dann habe ich hier eine Haarkur mit Kirschblüten. Hattest du die nicht schon mal gekriegt? Nee, ich hab von Lina, glaube ich, eine mit Orangen gekriegt. Achso. Aber auch so eine. Ja. Das riecht man dadurch. Willst du mal riechen? Riecht gut. Dann für meine beiden Schätze. Felix, einmal Crispies und Knabbermix. Die sind jetzt beide gerade nicht hier, aber ich stelle es jetzt mal für sie hier an die Seite. Dann bin ich Reflex gehabt gerade. Dann könnt ihr es essen, sobald wir in die Wohnung eingezogen sind, weil da brauche ich jetzt nicht erst wieder mit nach Hause schleppen, um es dann wieder mit zurückzuschleppen. Das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert. Dann. Ich habe keine Ahnung. Ein Riesenlesezeichen. Ich weiß auch nicht. Du hast jetzt ein großes Buch. Großen Lesezeichen. Boah, den Schinken zu lesen, ne? Da graut es mir auch schon so ein bisschen vor. Ich habe beschlossen, das wird mein erstes Buch im November werden. Welches seht ihr dann, wenn ihr Rezension dafür wollt? Ich glaube, ich darf die irgendwann Mitte November hochladen. Was ist es? Es ist grün. Auf jeden Fall mal hinten. Heißt er. Oh mein Gott! Guck mal, Weihnachtsdeko. Oh, wie süß! Ich ins Fenster hängen. Wir haben endlich Fenster, wo man auch Deko sieht. Wir hatten sonst immer Fenster, wo man die Deko zwar sehen konnte, aber da hat keiner drauf geachtet, weil die einfach so ab von der Straße waren. Ja. Das war schade, aber jetzt. Ah, so toll! Das klang gerade komisch. Wir haben endlich Fenster, wir wohnen nicht mehr in einem Bunker. Nein, sonst waren unsere Fenster halt von der Straße weg. Und dann hat es ja nie keiner gesehen, ob du da jetzt hängst oder nicht. Und für einen selber. Naja, und jetzt haben wir halt Deko, wo man die Fenster sieht. Und jetzt sind hier noch Leseproben. Ich habe schon durchgeguckt. Ich habe euch auch vorgelassen. Einmal
Elsas Küche, dann Shadow World, das Buch habe ich sogar, und Carla und die Magie der Puppen, des Puppenmeisters, ich kann ja nicht lesen. Ich habe eben versucht, Lena einen Klappentext vorzulesen, das ist gründlich schief gegangen. Sie hat einen schönen englischen Akzent. Ja, Aufstieg und Fall großer Mächte, sagt mir gar nichts, sagt ihr das was? Nö, nee. Aber das Cover sieht gut aus. Ja. Sind das Vögel da? Ja, das ist ein Heißluftballon mit Vögeln drin. Dankeschön dafür. Ich bin heute eigentlich so euphorisch, aber andererseits bin ich noch so kaputt von gestern, dass ich gar nicht diese ganze Euphorie von innen nach außen tragen kann. Deswegen wundert euch nicht. Ich freue mich über alles, liebe Diana. Oh mein Gott, guckt mal! Trollis! Doch, war richtig. Dracula, das ist mal hier stehen. Wie cool ist das denn? Wer hat einen Namen für uns gleich hier? Wenn wir hart und hart kommt. Ich weiß ja gar nicht, dass es sowas gibt. Nee, ja, das war cool. Heiß zu. Cool. So, jetzt sind hier noch drei Teile drin und Lesezeichen. Jetzt habe ich alle. Ich habe auch den Fuchs. Hey. Die Eule und den Esel habe ich zu Genüge, aber den Fuchs hatte ich noch nicht. Voll cool. Den finde ich aber wie am coolsten von allen drei. Finde ich auch. Die ist zu stehen und ich mag Füchse im Allgemeinen. Deswegen freue ich mich schon auf den zweiten Teil von Feuer und Flut. Ist auch ein Fuchswesen bei. Yay! Jetzt habe ich gespoilert, oder? Ups, Spoiler-Alarm! Schneiden wir raus. Gut, dass ich es auch noch nicht gelesen habe. Aber es ist eigentlich jetzt schon mal Spoiler. Nee. Man weiß ja, dass Tiere dabei sind. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, der Tee fehlt noch, ne? Du hast gesagt, es riecht nach Tee. Ich weiß nicht. Hier riecht schon sehr fruchtig, aber das hört sich nicht an wie Tee. Vielleicht eine Duftkerze? Eine Duftkerze, das ist wohl eher. Ja, Erwin, ich sehe das schon hier. Boah, Diana, also. Oh, so ein schönes leuchtet. Oh mein Gott. Guckt euch die an, die sind so schön. Die hat so ein schönes Muster drauf und die leuchtet dann so toll, wenn man die anmacht. Oh, so toll. Ist das Feigenduft? Brombeeren und Wildfeige. So richtig. Wir dealen hier immer mit den Sachen hin und her. So, Hammer, oder? Richtig cool. Das riecht richtig gut. So eine Dose habe ich sogar. Habe ich die nicht von dir gekriegt, Lena? Ja. In Blau, ne? In unserem Tauschpaket vor jetzt bald schon 2 Jahren, 1,5. Das ist schon so lange her. Ja, so lange wie ich YouTube mache. Dein Tauschpaket-Video war mein erstes Video. Oh, hier ist der Tee. Und die Süßigkeiten. So sieht das Ganze aus. Es ist Kirschblütenfest, habe ich auch. Wobei die Duftkerze auch noch Tee riecht. Oh. Aber der japanisches Kirschblütenfest riecht auch gut. Kirschblütentee? Was gibt's? Interessant. Riechen? Riechen fahren. Aber das ist weißer Tee. Ich weiß nicht, ob ich das so gerne mag. Das muss ich mal austesten. Ich bin ja nicht so für weiß, schwarz und grünen Tee. Aber mal gucken. Und zu guter Letzt, wie könnte es anders sein, ein Buch. Und Jessi steht schon das große P in den Augen, weil sie nur denkt, so. Ich habe ein Substandvideo gedreht heute Morgen und habe noch so gesagt, wenn ich jetzt keine Bücher mehr kriege, diese Monate. Voll gefehlt. Aber da kannst du ja nichts für. Wir gucken mal. Ich bin trotzdem so traurig irgendwie, ne? Weil mir mein Sohn so wenig tut, aber andererseits freue ich mich auch über jedes Buch und das ist mir sehr das. Was ist das? The Gifted. Vergiss mal nicht, das ist ja so ein Krimi-mäßiges und das ist so cool. Ich bin ja voll der. Ja, hier steht sogar drauf. Cold Case, also kennt ihr Cold Case, die Fernsehserie? So Cold Case ist das mäßig. Deckt so vergangene Fälle, glaube ich, auf. Und das ist so cool, ich mag das. Und das kann gleich hier bleiben. Genauso wie das eine Buch, was ich jetzt letztes Mal gekriegt habe. Die bleiben gleich hier. Die ziehen jetzt nicht erst nochmal mit zurück. Und wenn wir hier hinzuziehen, wäre ja unlogisch. Wir ersparen uns den Weg. Und dann kann das gleich hier bleiben. Und das ist eins der ersten Bücher, die hier liegen. Verholt. Und dann kann ich das in Ruhe einsortieren. Da freue ich mich schon auf. Und die Schrift ist ja cool. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich von der Schrift nicht irgendwann Kopfschmerzen kriege. Sieht man von hier schlecht. Ja.
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Seht ihr das? Es gibt so Schriftarten, davon kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich da lange drauf gucke. Ja, davon könnte man gut, glaube ich, Kopfschmerzen kriegen. Ja. Aber gut, dass du nicht nur ein Buch liest, ne? Das kann man ist richtig, da kann man immer switchen, wenn man da zu lange da drin. Aber ich freue mich so, Lindy fand das ja auch so gut und dann jetzt bin ich total neugierig, ob mir das auch so gut gefallen wird. Und danke, liebe Diana, für die ganzen tollen Sachen. Ich freue mich wahnsinnig, ich versuche mal das jetzt hier gleich ordentlich und anstandsgemäß zu verstauen, damit das hier nicht verloren geht in diesem ganzen Chaos. Aber wir finden schon ganz Plätze und werden jetzt hier erstmal den Schreibtisch in die Schublade. Ja, und ich freue mich wahnsinnig um diese Kerze. Oh, die riecht bis hierhin, ne? Ich habe diesen Duft immer noch in der Nase. Oh. Danke. Für euch geht es jetzt wahrscheinlich gleich noch weiter oder es gibt noch einen dritten Teil, ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Mädchen so kommt die nächsten Tage und würde sagen, viel Spaß beim nächsten Teil.